Ökostrom und Bio-Lebensmittel haben es in den letzten 20 Jahren von Nischenprodukten in die gesellschaftliche Mitte geschafft. Und auch im Netz gibt es den wachsenden Wunsch nach energiesparender Hardware, nach gesundem Wachstum und nach sozialer Verträglichkeit. Kurz, nach mehr Nachhaltigkeit. Und das kann sogar Spaß machen. Matthias Rischau lädt sein Smartphone mit einem mobilen Solarpanel von Changers. Als ich das erste Mal das Starter-Kit von Changers zu sagen bekommen habe, hat das bei mir bestimmt ein, zwei Monate gedauert, bis ich diese Großartigkeit erkannte. Und ich habe angefangen, meinen Strom zu produzieren. Es wurde von Tag zu Tag eigentlich wichtiger und auch ein Zeichen meiner Haltung. Und ich konnte es. Ich konnte einfach meine eigene Energie produzieren. Und das ist etwas Großartiges und das verändert einen. Die Community von Changers hat zusammen schon über 166.000 Wattstunden erzeugt. Das sind immerhin 20.000 Handyladungen. Dafür waren 2.500 Solarpaneele von Nutzern in Europa und den USA im Einsatz. Ein Ranking innerhalb der Community spornt zusätzlich an. Auf changers.com wird für jedes selbst erzeugte Watt die CO2-Ersparnis errechnet. Für jedes Gramm bekommt der User 2 Credits, die er auf einen virtuellen Marktplatz in nachhaltige Ware eintauschen kann. Für mich bietet es eine Riesenmöglichkeit, andere nachhaltige Produkte auszuprobieren, wie Carsharing, wie grüne Lieferservice. Es gibt so viel, was dort schon jetzt auf dem Marktplatz an Angeboten, also ich glaube 10, 12 Firmen, die dort ihre Warenfile bieten oder ihre Dienstleistung. Aber das ist ja erst der Anfang. Nachhaltigkeit im Netz heißt eben nicht nur Ökostrom. Für den grünen E-Mail-Anbieter Posteo heißt es auch langfristiges Vertrauen schaffen. Das Geschäftskonto von Posteo liegt bei einer sozial-ökologischen Bank. Das Unternehmen will moderat wachsen und es verzichtet auf aggressive Neukundenwerbung. Für den Gründer Patrick Löhr gehört dazu auch, seinen Kunden Werbefreiheit zu garantieren und von ihnen keinerlei Bestandsdaten zu erheben. Die persönlichen Daten der Nutzer werden dafür ausschließlich verschlüsselt abgespeichert. Also überall, wo man im Internet shoppen kann oder sich anmelden kann, muss man überall alle möglichen vom Geburtsdatum über die Adresse und so weiter angeben. Überall gibt es Riesendatenhalden, die meist eher weniger gut als gut gesichert sind, wie man auch immer wieder sehen kann. Und da wollten wir eben einfach ein Zeichen setzen, dass es auch ganz ohne geht. Kleine Firmen wie Posteo können im Vergleich zu Google oder Facebook nur einen winzigen Beitrag zum nachhaltigen Netz leisten. So wie in der Lebensmittelwirtschaft hängt auch im Netz alles von der Entscheidung des Kunden ab. Nachhaltigkeit oder billig-billig. Um dem guten Ruf etwas nachzuhelfen, setzen viele Konzerne auf sogenanntes Greenwashing. Grün angemalte Werbemaßnahmen sollen ein nachhaltiges Image verbreiten. Negative Fakten werden systematisch verschleiert. Genau dagegen kämpft Maike Gebhardt von utopia.de. Aus meiner Sicht ist Greenwashing deshalb so verbreitet, weil es für den durchschnittlich informierten Verbraucher ja nahezu unmöglich ist, bei einer Kommunikationskampagne zu erkennen, ist das ein Unternehmen, das es wirklich ernst meint oder ist das nur Greenwashing? Es fehlt an Transparenz für den Verbraucher und auch am Willen zur Umstrukturierung bei den Unternehmen. Zu einem offenen und ehrlichen Dialog sind noch nicht viele Firmen bereit. Uns interessiert, was erwartet eigentlich ein bewusster Konsument von Unternehmen? Und da sind unsere User bereit, gerade wenn man ihnen auch ein Produkt zum Testen anbietet, sehr fundiertes Feedback zu geben. Und so entsteht ein sehr fruchtbarer Dialog. Und der ist besonders fruchtbar dann, wenn die Unternehmen signalisieren, wir wollen nicht nur, dass ihr hier im Netz Marketing für unser Produkt macht, sondern wir wollen wirklich lernen und die Empfehlungen, die ihr uns für die künftige Gestaltung unserer Produkte gibt, auch in die Innovationsprozesse einfließen lassen. Kritischer Konsum ist wichtig. Und das Netz hält wahre Nachhaltigkeitsschätze bereit. Es kann Produkte hervorbringen helfen, die effizienter, menschlicher und umweltfreundlicher sind. Das alles wäre möglich, wenn Unternehmen und Nutzer am selben Strang ziehen, offen für Austausch sind und sich gegenseitig antreiben. Vor allem aber heißt es widerstehen lernen. Für Unternehmen der Versuchung des Greenwashing und für Konsumenten dem Glauben, dass ein paar nachhaltige Produkte schon die Welt retten.